Himmel oder Hölle, Leben nach dem Tod. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wie wird es in der Hölle sein? Und ich möchte hier nur hauptsächlich die Worte Jesu weitergeben, das, was in der Bibel geschrieben steht, was Jesus uns gesagt hat über den Ort der Hölle. Also wie wird es in der Hölle sein? Es ist ein Ort ewiger Trennung von Gott. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Es ist ein Ort ewiger Strafe. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Es ist ein Ort, an dem die Menschen unstillbaren Durst leiden. Jesus erzählt von dem armen Lazarus, der nach dem Tod sich im Schoße Abrahams im Paradies befindet, und von dem Reichen, der sich im Totenreich, im Hades befindet, weil er eben nicht gottgemäß gelebt hat, nicht mit Gott sein Leben führen wollte. Nicht, weil er reich war, war er da, sondern weil es für ihn besonders schwer war, ein Leben mit Gott zu führen. Und Jesus erzählt davon. Und der Reiche im Totenreich rief: Vater Abraham, erbarm dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Und ich glaube, deshalb sagt uns Jesus, wer von seinem Wasser trinkt, den wird nie mehr dürsten, in Ewigkeit nicht. Jesus sprach zu der Samariterin am Brunnen: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jesus kann deinen Durst stillen. Halleluja. Die Hölle ist ein Ort, an dem es finster ist. In seinen Endzeitreden sagt Jesus: Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Die Hölle ist ein selbstgewählter Ort. Wer sich hier in diesem Leben für ein Leben ohne Gott, ohne Jesus entscheidet, der wird auch später in Ewigkeit ein Leben in Trennung von Gott, ohne Jesus, ohne Gott führen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. In den Himmel darf keine einzige Sünde auf die neue Erde, die Gott vorbereitet mit Wohnung einer himmlischen Stadt, mit einem Fluss, mit Bäumen. Es gibt eine richtig neue Erde, ähnlich vielleicht wie wir sie hier kennen, nur perfekt. In Frieden, ohne Schmerzen, ohne Tränen, in der Herrlichkeit Jesu, beleuchtet von der Herrlichkeit Gottes. Und da darf keine einzige Sünde herein. Deswegen brauchen wir die Sündenvergebung durch Jesus. Wir brauchen die Reinheit Jesu im Herzen. Wir brauchen die Wiederherstellung Gottes, um an diesen himmlischen Ort gehen zu können. Und wenn wir das nicht haben, wenn wir das nicht wollen, dann gehen wir an den selbstgewählten, von uns selbstgewählten Ort der Hölle. Und da geht die Hölle, wie wir sie hier schon kennen, auf Erden, einfach weiter. Schau dich um, was siehst du hier? Kriege, Verbrechen, Enthauptung, verlaufende Kameras, solche Gräueltaten, dass man sich wundert, wozu sind Menschen fähig? Und eigentlich kennt auch jeder von sich selbst, ja, das man ganz schönes, böses Potenzial auch in sich hat. Und du brauchst Jesus, wir brauchen Jesus für die Vergebung unserer Sünden. Für die Vergebung unserer Sünden und dass der Heilige Geist in uns einzieht. Und ja, dass Jesu Liebe in uns zunimmt, dass Jesu Gerechtigkeit in uns zunimmt. Und dann sehen wir das sogar schon hier auf Erden durch die Gläubigen. Und dann geht es weiter in Ewigkeit. Halleluja. Die Hölle ist ein absolut schrecklicher Ort. Fernab von der Gegenwart Gottes und seinen Engeln und den Erlösten.
fernab von Frieden, von Freude und Gerechtigkeit. Aber Jesus ist gekommen, um dir ewiges Leben zu geben, in Ewigkeit, bei ihm. Halleluja. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und genau von diesem finsteren Ort der Hölle will dich Jesus Christus retten. Lass dich retten von ihm. Er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, um die Menschen zu verdammen, an diesen Ort der Hölle zu kommen, sondern um sie in Liebe zu gewinnen und zu retten und mitzunehmen in den Himmel, auf die neue Erde, die der Herr für uns bereitet hat. Halleluja. Weißt du, Jesus hatte wirklich harte Worte für die Sünden seiner Zeit. Aber wenn Jesus über die Hölle gepredigt hat und gesprochen hat, dann wurden seine Worte noch härter, noch schärfer, weil er hat so gewarnt von diesem Ort. Und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als dass du beide Hände behältst und in die Hölle musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Und wenn es dein Fuß ist, durch den du zu Fall kommst, dann hau ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Füße behältst und in die Hölle geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus. Es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes ein, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Er hat uns gewarnt von diesem Ort, nicht um uns Angst zu machen, sondern um uns von unseren Sünden zu erlösen und zu retten. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und weißt du was? Er will dich mitnehmen. In den Himmel. Und willst du mit? Willst du mit? Ich sag dir, es lohnt sich, ein Leben hier mit Jesus. Deine Ewigkeit fängt schon hier an. Du wirst hier wiederhergestellt. Du lernst hier auf der Erde, jetzt in deinem Leben, in der Gerechtigkeit Gottes zu wandeln. Du empfängst den Frieden Jesus schon hier und nicht erst in Ewigkeit. Du wirst überflutet von der Liebe Jesu und durchflutet auch für deine Mitmenschen. Ich wünsche mir, dass du dich jetzt für Jesus entscheidest, dass du nicht mehr wartest und diese Angelegenheit aufschiebst, denn du weißt nicht, wann der Tod vor deiner Tür steht. Aber Jesus steht jetzt vor deiner Tür. Du hast jetzt von ihm gehört durch dieses Video. Er reißt die Tür auf und sagt, komm hier hinein. Komm hier hinein. Und willst du das? Willst du ein Leben mit Jesus führen? Willst du Jesus in dein Herz hineinlassen? Dann kannst du das durch dieses Video tun, durch ein kleines Gebet, was ich da spreche. Das Video heißt Deine Entscheidung für Jesus. Und du findest es auf unserem YouTube-Kanal von Netzwerk C. Dort sind inzwischen über 350 Videos und Predigten zu ganz verschiedenen Glaubensthemen von uns veröffentlicht. Ich selbst bin vollzeitlich im Predigt- und Heilungsdienst für Jesus unterwegs, von Kirchen und Gemeinden unabhängig, und von daher bin ich auf Spenden angewiesen. Gerne darfst du auch unsere umfangreiche Medienarbeit unterstützen. Hab Dank dafür.